auch leicht aufgeregt. 51 Jahre internationale Jugendfreizeittage. Und als ich im Jubiläumsjahr gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen, habe ich einfach kurz gezuckt, sofort Ja gesagt, bis ich mir dann in der darauffolgenden Minuten der Dimension bewusst wurde, wie das alles bedeutet. Aber Hof, unser Home of Films, ist eine Mission, der man folgen darf. Und ich habe es gemacht. Wir machen das. Und das wird immer weiter gemacht. Es geht weiter. Letztes Jahr waren wir hier zu dritt mit Linda Söpke. Linda, wo bist du? Und Alfred Holikhaus. Linda, wo bist du? Sie hat heute Geburtstag, einmal ganz kurz. Happy birthday, liebe Linda. Alfred Holikhaus sagt mit uns, wir sind zu dritt, der Hans hat das alles alleine gemacht. Wie hat er das geschafft? Und jetzt schauen wir mal, wie der Schaumann das schafft. Und zum Glück schafft er das nicht allein, denn es ist ein großartiges Team mit am Start, ohne das nichts gehen würde. Unter anderem eben dieses schöne Standardwerk für die nächsten 6 Tage, für alle, die hier sind. Das war ein Wahnsinn, hierher zu kommen, das in den Händen zu halten. Und dann blättere ich durch. Sehe, komme auf die ersten Seiten und sehe so, wow, Retrospektive, Tony Gatliff, ein Wahnsinnsregisseur, der morgen kommt mit seiner Produzentin und seiner Hauptdarstellerin seines neuen Films. Da ist eine Menge drin. Wir haben noch einen Ehrengast, den wir hier an dieser Stelle beste Genesungswünsche schicken. Das ist der Mikis Theodorakis. Mikis, alles Gute von uns allen. Sehr bald gesund. Wir können ihn dann immerhin auf der Leinwand bewundern mit Dance, Hide, Love, Die von Asteris Kutulus. Ich weiß nicht, Asteris, bist du da? Ja. Dank meiner Standleitung in den letzten Tagen, danke dir. Ich glaube, da kann man sich auf alle freuen. Und ja, es braucht dann doch ein bisschen, sonst kommt dann einfach leicht durcheinander. Ich habe jetzt alles durcheinander gebracht. Obwohl ich ein bisschen gut sortiert habe. Einer, ich habe das vorhin noch durchgesprochen, nachdem ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Dann geht es weiter. Wir haben die Kurzfilme, die Langfilme, die Dokumentarfilme. Jeder einzelne Filmemacher, ein Hofer Kindl, wenn es nicht sowieso schon ist. Und das Allerirrste ist, als ich gestern im Büro stand, kam jemand rein. Ich dachte so, mein erster Gast, Lukas Röder, Kurzfilmer mit Heinrich. Lukas, bist du jetzt hier? Da ist er, geil, mein erster Gast. Super. Wir dürfen ihn grüßen, das war nicht wahnsinnig. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. So. Ich danke aber auch allen Sponsoren, Unterstützern und Förderern für dieses Festival. Ohne die geht gar nichts. Toll, dass ihr dabei seid. Danke für euer Vertrauen. Hof ist Hof, was wäre Hof ohne das geilste Publikum der Welt? Die nächsten 6 Tage immer ins Kino gehen, gerne Feedback geben. Das Programm habe ich natürlich nicht alleine gemacht, denn es gibt ein bewährtes Team, Inga Hagedorn, die sich gerne versteckt. Deswegen sage ich jetzt auch mal nichts, der Rudi Tichow und der Martin Scheuring, alle hier. Vielen Dank. Ich denke mal, wir haben ein sehr, sehr, sehr tolles Team.
Freude daran haben, was es hier Neues zu sehen und zu entdecken gibt. Und das ist das Wichtige hierbei. Es gibt den Geist, der über uns schwebt, und den wollen wir weitertragen. Noch viele, viele, viele Jahre. Das ist einfach toll, was du angefangen hast. Wir führen es aber auch weiter. Dazu zählt auch, dass es ein paar neue Dinge gibt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Es gibt das Hof Plus Programm, was wir dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Das ist alles, was es um den Film gibt. Diskussionen, lasst euch in virtuelle Welten führen. Lasst euch da aufklären, was das genau ist. Das muss man mal, Augmented in Virtual Reality, sollte man mal gespürt haben, wenn man die Brille aufsetzt, ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis, einfach irre. Wir haben den Bundesverband Schauspiel da, der Gagen oder zu niedrige bis gar keine Gagen für Hochschulen Debütfilme diskutiert, dann mit InnieSwitch eine neue Plattform, die sich präsentiert. Und Alfred Holikaus wird auch da sein, um die Jäger des verlorenen Zuschauers zu diskutieren, des verloren gelaufenen Zuschauers. Ihr seht, Kino lebt. Wir diskutieren dort und hoffentlich dann auch noch bis lange in die Nacht alle zusammen. Und ja. Es geht wirklich weiter und das Wichtigste geht jetzt los, es sind die Filme, und ich erkläre hiermit offiziell die 51. internationalen Hofer Filmtage. Andreas, hast du es richtig gesagt? Ja. Ich erkläre die 51. internationalen Hofer Filmtage für eröffnet. Wir fangen an mit Bettlerlauf, Peter Bösenberg, wenn er es schafft. Ich bin mal gespannt. Peter? Drei Worte und danach geht es noch dabei mit dem Langfilm drei Filmleiter. Und jetzt Peter, deine Bühne. Ja, oh, das ist toll. Ich habe das noch nie gehabt. Also, ich habe schon zwei Filme im Hof. Ich möchte in dem Zusammenhang ganz herzlichen Dank sagen für die Einladung. Hof ist auch ein wunderbares Festival, weil es so loyal ist und weil man sich hier als Filmemacher wirklich zu Hause fühlen kann. Das kann ich wirklich bestätigen. Und ja, wir haben einen kleinen, etwas B-Movie-like-mäßig gedrehten Kurzfilm auf die Beine gestellt. Und ich freue mich auch, nach dem Film Ihnen sozusagen die Hauptdarstellerin, Stefanie Engel, vorstellen zu können und ein Teammitglied, die Maya Jobs, die Kostüm und Maske in Personalunion gemacht hat. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt auf Ihre Reaktion. Danke. Thank you.